bin Emma und bin eine Schülerin der Werner-Lindemann-Grundschule. Und ich erwarte heute einen besonderen Gast. Ah, ich sehe dich ja schon. Hallo. Hallo, ich bin der besondere Gast, den Emma erwartet hat. Und ich bin Werner Lindemann, der Namensgeber dieser Schule. Bist du wieder da, um mit den Kindern zu spielen oder zu lesen? Nein, ich will mir heute mal einen Schultag ansehen. Okay, komm mit, ich zeig dir unsere Schule. Wir starten heute mit der Froschklasse 1b. Und jetzt locken wir ab. Könntest du mir mal erklären, was man an so einem Buchstabengeburtstag eigentlich so macht? Ja, wir schreiben vielleicht so, so was, so eine Sachen und wir schreiben dann was. Was macht ihr denn hier Schönes? Also wir haben hier so Lückkästen, wo wir immer die Zahlen so sortieren mit dem Heft. Was machst du denn mit den Bändern? Willst du das uns erklären? Ich lege einen. Du legst einen. Und was machst du? Also ich schreibe im Sand das N. Was ist das denn? Kleine Klimaschützer. Kannst du mir das erklären? Das ist sowas wie Umweltschutz. Bloß da haben wir so ein Heft. Auch wenn wir alleine mal nach Hause gehen, da sollen wir eintragen, wenn wir mit dem Bus nach Hause fahren oder hinfahren. So wie mit Auto oder mit Fahrrad oder zum Fuß. Mit was bist du denn heute zur Schule gekommen? Fuß. Zu Fuß. Okay. Also bist du auch ein kleiner Klimaschützer, ja? Werner Lindemann, ich weiß, wie dir Gedichte gefallen. Willst du vielleicht eins vorlesen? Ja, das da. Von Anna. Aus der 4C. Der Igel schläft. Die Blätter sind sehr schön und bunt. Die Vögel fliegen. Es wird kalt und regnerisch. Die Tiere fressen sich voll. Wir gehen jetzt in die 2a und die haben gerade Stationsarbeit. Guten Morgen. Wie wechselt ihr denn hier herum? Darum, es gibt 1, 2 oder 3 und dann gehen die 1 zu 2 und die 2 zu 3 und die 3 geht dann zu 1. Und die haben immer 10 Minuten Zeit, um die Aufgaben zu machen an den Tischen. Was ist denn dein Lieblingsfach an dieser Schule hier? Sport. Ja, warum gefällt dir Sport denn so gern? Weil ich so gut sprinten denn kann. Was gefällt dir an dieser Schule am meisten? Die Drehscheibe.
Oh, spielst du da gerne? Mhm. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Zur dritten Klasse in den Schulgarten. Weil der Herbst ist die beste Pflanzzeit für Sträucher. Heute wird es sein. In unserer wirklich letzten Stunde. Ich hatte das ja schon in unserer letzten Stunde. Also wir werden unser Bäumchen gut pflegen. Genau wie alle anderen Pflanzen. Habt ihr schon mal etwas aus dem Schulgarten gegessen? Also ja, wir durften, wenn wir Kartoffeln jetzt im Beet gefunden haben, die auch mitnehmen und dann selber essen. Und haben die Kartoffeln vom Schulgarten anders geschmeckt als beim Einkaufen? Also ja, sie waren halt frisch. Und wenn man sie dann nicht zu lange liegen gelassen hat, dann haben sie auch noch richtig gut geschmeckt. Beim Grubber, wenn man hier irgendeine Stelle mit ganz viel Unkraut macht, da hat man das hier so lang, es muss ganz tief rein, damit man die Wurzeln leichter durchbekommt und dann kann man zum Schluss ganz einfach rausnehmen. Und du, was hat es denn mit dieser Grabegabel auf sich? Also das ist sowas, zum Beispiel, wenn du jetzt den Komposthaufen machst und wir zum Beispiel jetzt wieder, da sollen wir da reinfüllen. Also da ist sowas zum Hochheben halt. Und da können Wespen drin sein und alles. Da muss man das nicht so mit der Hand machen. Welche Pflanzen gibt es hier denn im Schulgarten? Die Serradella gibt's, dann noch die Erdbeeren, einen Apfelbaum, das ist die Lupine. Da hinten gibt's Pfefferminze und da gibt's Kürbisse. Und da ist noch ein Apfelbaum. Also du weißt doch, dass man das so macht. Das würde ich gerne mal wissen, weil es sieht ziemlich interessant aus. Also es ist ein Felderball und in dem Spiel muss man andere abwerfen. Also aus der entgegengesetzten, aus dem anderen Team. Und wenn man alle abgeworfen hat und der König auch, wenn der König halt auch abgeworfen wurde, dann ist das Spiel vorbei. Dann hat die andere Mannschaft gewonnen. Gefällt dir Sport? Ja, mir gefällt Sport und ja, eigentlich ist es ziemlich laut. Okay. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist zwei Felderball, aber das spielen wir eigentlich sehr selten. Was ist dein Lieblingsfach? Sport. Und wieso? Weil man sich da immer austoben kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich ärgere meinen Bruder und mein Bruder ärgert mich, dann kann ich immer meine Wut hier ausspielen, indem ich mich viel bewege. Welches Spiel magst du denn besonders? Ich mag besonders, wenn ich mit meinen Freunden in der Spielezeit Fußball spiele. Thank you.
hat es dir an unserer Schule gefallen? Ja, sehr, sehr gut. Also wenn ich nochmal Kind sein könnte, dann wäre ich am liebsten Schüler dieser Schule. Ich fand den Tag auch schön. Also dann sag ich Tschüss und ich muss zur Hofpause. Ciao. Ciao. Ich habe gehört, Werner Lindemann war hier. Die Erdmännchen quatschen schon total über ihn. Was ist denn dort los gewesen? Werner Lindemann war wirklich da. Aber leider bist du zu spät. Er ist schon weg. Oh, schade. Wollte ihn doch unbedingt mal sehen. Ich weiß. Kommt er denn mal wieder? Ja, er kommt wieder. Hat er uns versprochen. Oh, toll. Aber du musst mich dann sofort holen, wenn er kommt, okay? Versprochen. Ja, das ist toll. Danke. Hehehe.